Willkommen zurück im OLS 19 auf der Niederbayern 1.7 Singleplayer Map. Guter Dialekt, wenn man nicht kann, soll man lassen. Ich weiß. Man probiert halt was anderes immer mal, gell? Ja, ich grüß euch. So, ich habe ja hier GPS im Fend und warum nicht nutzen, wenn man es hat? Wie geht es noch im Moment? Irgendwie muss ich sagen, wie ein Hallo. Was da los jetzt hier? Ah ja. So, da an. So, Linien an ist klar. Oder? Automatische Breite, 8,80 Meter. Scheint gut zu sein. Hier setzen wir mal A. Zurück. So. Hier ist B. A, B. Ne? Oh, das ist ein bisschen schräg. Das ist ein bisschen schräg geworden. Tut mir leid. So, wie aktiviere ich das dann jetzt? Ich weiß gar nicht mehr. Alt-X. Nee, Alt-X, Alt-X, nee, doch Alt-X grün, sehr schön. Ist aktiviert, Leute. So, dann machen wir das mal. Anschalten und senken. Gekrubbert ist es ja, ne? Müsste jetzt eigentlich funzen. Jo, Textur sieht schön aus. Jetzt können wir es auch mal reinsetzen, wenn ihr Bock habt. In diesen schönen Fend. Oh, so ein goldischer Fend. Ne, klasse Ding. Hier, ein lauer Sommerabend. Wie im echten Leben momentan bei uns hier. Da kann man ruhig die Heckscheiben anlassen. Ein bisschen Staub macht nichts. Sind wir gewöhnt auf dem Land. Ne? Und so genau bremst, ne? Klar, Tempomat fängt er, bleibt der Automatik am Feldrand stehen. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. So. Wir wenden. Wendekreis ist nicht sehr klein, aber es geht. So, aktivieren, senken und weiter. Sehr gut. Ja, und sonst so, es ist ja jetzt, ich habe ganz vergessen zu sagen, Karfreitag. Karfreitag, morgens, 4:15 Uhr. Bingo. Ne? Kein Mensch steigt im Karfreitag, 4:15 Uhr morgens auf. Warum lade ich dann Video hoch? Ganz einfach, macht der Gewohnheit. Und vielleicht gibt es doch ein, zwei Leute, die den... Ja, nicht um 5 vielleicht, aber dann um 6 Uhr aufstehen, ne? So wie ich. Im gewissen Alter sind und dann mal die Toilette kurz besuchen, weil es nicht mehr anders geht. Ja, ja, mein lieber Freund. Nee, also so alt bin ich jetzt ja doch noch nicht. Gottes Wille, das habe ich jetzt gesagt. Ja? Nee. Aber jetzt mal, das ist ein ganz dummes Thema, weil wir sind ja hier unter uns, ne? Das Problem ist immer, man kriegt gesagt, ja, trink nicht so spät noch was und dann geh eine Stunde, zwei später nochmal auf Toilette. Ne, da kannst du durchschlafen. Ja, genau. Als ob ich 2 Stunden wach wäre, ohne was zu trinken. Das kann ich gar nicht. Ja. Da hast du halt das Risiko, ne? Dass du nicht durchschlafen kannst. Verflixt. So. Aber genug zu meinen Trinkgewohnheiten. Ja, der Steier ist ja noch auf dem Feld. Ist das mittlerweile das Feld 16? I don't know. Ja? Aber ich glaube, es ist Feld 16. Da ist der Steier dabei, den Mohn anzusehen. Oh, den Mohn. Ja? Bevor wir den ernten, müssen wir erst noch ein bisschen was abklopfen und irgendwo reinstopfen. Mal gucken, ob der auch gut ist. Nee, war Spaß hier. Das machen wir nicht. Gottes Wille. Aber im 17er kam ja dann ziemlich am Schluss... Oder relativ spät im 17er kam ja dann auch der Mohn und der ganze Gedöns. Und da war das mit dem Mohn, der Ertrag war ziemlich cool. Und der Verkaufspreis war auch okay. Muss man sagen, ne? Wie es hier ist, weiß ich gar nicht. Aber wir werden es erfahren. Ich bin jetzt nur noch schnell unterwegs alleine. Weil erstens möchte ich auch mal was arbeiten. Ja? Geht ja nicht, dass der Chef immer da neben dran steht und nur dumme Sprüche macht, wie es im Real Life meistens ist. Und, Naja, passt schon. Und muss der Boss auch was schaffen hier. Geht gar nicht. Anders da. Und außerdem, ja, ist jetzt auf der Uhrzeit 19.50 Uhr. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Der Stein muss auch fertig werden. Gras ist angesät. Mohn ist dann auch angesät. Vor uns das Feld ist auch angesät. Und das Feld ist gerade angesät. Dann nach dem Einsehen hier. Nochmal schnell gucken, wo noch gedüngt werden muss, beziehungsweise gestriegelt werden muss.
Das Feld vor uns haben wir ja, glaube ich, schon gestriegelt. Ne? Das glaube ich deswegen, weil, ne? Weil ich weiß es nicht mehr. Ja. So. Ja, mit Dialekten, also es gibt etliche Dialekte, die ich richtig cool finde. Oder gut, die sich gut anhören. Ja. Schwäbisch finde ich gar nichts, kann ich nicht so gut. Hey, ja, kann ich das mal heben? Oder sowas, ne? Oder Pelsisch, klar, klar, Pelsisch. Frau Hessisch, na alle, das bin ich selbst. Hessisch an sich finde ich cool. Ja, da gibt es ja auch genug Comedy-Leute, die auf dem Ding erfolgreich sind. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Namen so nennen darf. Ja, ich würde es gerne machen. Vielleicht könnt ihr es euch auch schon denken. Die eine, die heißen so, als ob man aus dem Mund raus riecht. Und die anderen heißen so wie so eine Sache, die man in die Badewanne reintut. Oh. Ja, und die finde ich auch ganz geil. Ja, und der Sachse. Sachsen-Let's Player finde ich ganz cool, den Dialekt. Hört sich mir ziemlich witzig an. Sehen du Kartoffeln hier? Ja, aber wie gesagt, wenn man es nicht richtig kann, sollte man es eigentlich lassen, weil sonst ist es lächerlich. Lächerlich. Der Deutsch mit dem Grupper steht noch da unten, den müssen wir auch noch selbst heimfahren. Der ist so doof, der hat Angst im Dunkeln. Ne? Er hat Angst im Dunkeln und ich habe gesagt, hör zu, fest heim im Dunkeln, hat er gesagt, nee, er hat Angst im Dunkeln. Ne? Alle. Wenn er Angst im Dunkeln hat, kann ich ihm nicht helfen. Ja. Er könnte Licht anmachen, so ist er nicht. Ja. Aber er will nicht. Merkt ihr, was er für ein blöder Mist babbelt, wenn man hier im Traktor sitzt und einfach nur die Bahn hoch und runter fährt? Also ich kenne das vom Real Life auch, ja, wenn ich hier, keine Ahnung, wir haben bei uns so grob geschätzt zwischen 80 und 100 Kilometer Wasserläufe zu mähen, einmal im Jahr. Mit einem MF und einem 6 Meter Auslegemulcher und einem 250er Frontmulcher sind wir da unterwegs. Also die letzten Jahre war ich das immer. Mittlerweile gibt es noch genug andere Kollegen, die das auch dürfen, sage ich schon. Ja. Und wenn du da einen Graben hast, der hat, keine Ahnung, 2 Kilometer am Stück, hast nicht groß Hindernisse dabei mit Bäume umfahren und der Sträucher. Dann fängst du auch an mitzusingen auf einmal, dann fällt er richtig auf, okay, das ist jetzt ein Lied, das hörst du eigentlich gar nicht so oft, aber er singt voll mit. Ja, man ist unbeobachtet oder man fühlt sich unbeobachtet. Dann fängst du an Grimassen zu ziehen und fängst an mit dir selbst zu erzählen, ja? Wie ich es gerade momentan auch mache. Der Unterschied hierbei ist, ich denke mal, dass mir irgendeiner zuhört von euch. Aber ihr seid gleich erlöst. Erstens ist der Acker gleich gesät und in 6 Minuten ist die Folge vorbei. Habt das wieder gepackt. Mit dem Svenny. So, hopp. Also geht nicht viel drauf, ne? Dünger haben wir noch. So, was nö. So, noch 1,5 Bahnen. Ja, es geht doch. Mit GPS ist das cool, echt, ey. Da macht es Spaß. Den Träger finde ich auch immer noch endgeil. Ist cool gemacht, ey. Ja, ich war vorgestern bei den Pfändhändlern bei uns in der Nähe. Und habe mal kurz abgeklärt, ob wir uns über die Sommerzeit in den 4 Wochen, wo wir mit dem Schmalspurschlepper die Wasserläufe mähen müssen, an denen man mit dem großen Schlepper nicht drankommt. Da haben wir auch noch einen kleinen Ausleger für die Schmalspurschlepper. Wir persönlich haben ein. Ja, ich sag jetzt die Marke nicht. Und weil ich nicht so überzeugt bin von dem Teil. Ja, und da war ich jetzt beim Pfändhändler, der Akkuhändler, wenn man so möchte. Und hab mal gefragt, ob wir uns nicht so Ding. Hallo? Ob wir uns nicht mal. Wieso hab ich den falschen Knopf gedrückt? Ich bin ja auch nicht ganz dicht. Ja, aber wir sind mal so ein Vario 209er
Ausleihe könnten für unsere Mäharbeiten 4 Wochen lang. Man sagt, ja, klar, gucke ich nach, ich mache den Preis, mal gucken. Ne? Weil folgendes ist: hier Vario, ne? Hebel kurz nach links geschnickt, fährt er rückwärts, nochmal nach links, fährt er wieder vorwärts. Genial, also ist schon das Beste, also mit das Beste, wenn nicht das beste Getriebe, was man haben kann. Vor allen Dingen Zapfwellendrehzahl eingestellen und dann kannst du hier mit dem Fuß schnell fahren, langsam fahren, optimal, genial gemacht. Ich meine, die Leute, die selbst Landwirtschaft zu Hause haben oder so mit was schon bedient haben, die wissen, von was ich rede. Ja, und wenn du halt dann am Gewässer, am Mähe bist, ne, dann hast du dann alle 5 Meter so ein Baum stehen. Und musste dann bei unserem jetzigen Schmalspurschlepper die Kupplung treten und Rückwärtsgang rein und wieder vorwärts mähen und wieder Kupplung treten und. Also da ist schon mehr als einem Kollege das Knie abends durchgebrannt. Das muss echt nicht sein. So, da stellen wir den Deutz vorne dran. Da können wir hier ein bisschen mit Follow Me arbeiten. Aber hier machen wir noch die Linien aus. Die möchte ich nicht mehr sehen. Dankeschön. So. Wo ist der weit weg? Ich bin doch süß und knuddelig. Ich kann das so schnell gar nicht rauf. Aber ich habe immer schön Lämmchen am Kopf. Der ist auch geil. Finde ich auch klasse. Ne? Deutz, muss ich ehrlich sagen, bin ich jetzt in der Größe noch gar nicht gefahren. Ich weiß auch gar nicht, was die jetzt für ein Getriebe haben, das vergleichbar ist. Auch ein toller Traktor auf jeden Fall, gell? Ich glaube, so richtig kurze Traktoren gibt es heutzutage auch gar nicht mehr. Der Steyr macht mir ein bisschen Kopfweh. Pronto 9 DC zu einem Dünger 21%. Ja, oder Moment, der SB, der Zustand ist bei 7%. Ui. Ah, das ist das Frontgewicht, das ist nicht so schlimm. Aber dass der sich nicht meldet, dass er jetzt nicht mehr fährt. Zustand 0% sehe ich gerade. Von dem Pronto 9 DC. Ja, kein Wunder, dass der nicht mehr fährt. Oh. Jetzt hat er sich gerade gemeldet, dass er fertig ist. Aber das kann ja nicht sein. Er muss unbedingt in die Werkstatt. Unbedingt. So, wie war das jetzt so? Follow me. Follow me. Don't follow me. Oder hat aufgeblendet hinter mir. Ah, Bankert schlechter. So, machen wir zusammen das rundum leuchten auch, hä? Und. Yeah. Der sieht männlich aus, oder? Sehr schön. Ja, das war so genial. Also den Spruch Follow me, don't follow me. Also ich persönlich kenne den halt gut. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Es gab da früher auf D-Max die Sendung Top Gear mit den drei in meinen Augen absolut genialen Moderatoren. Die machen jetzt schon seit ein paar Jahren auf Amazon Prime dieses Grand Tour. Und da bin ich jedes Mal, freue ich mich, wenn Freitag ist, wenn die neue Folge kommt oder wenn das Jahr vorbei ist. Ende des Jahres, die nächste Staffel dann kommt. Auf jeden Fall, die hatten da eine Folge, da sind sie mit 3 Cabriolets durch den, ja, sollten vom Irak nach Jerusalem zum Baby Jesus. Und da haben sie da so drei zweisitzige Cabrios, also Roadster, gehabt. Und da ist halt der Clarkson vorgefahren in so einen Weg rein. Und dann hat er halt gesagt, Follow me! Und dann ist er ein paar Meter gefahren, nicht weit, echt nicht. Und ist dann hängen geblieben und hat dann gleich gesagt, don't follow me. Ja, das fand ich halt witzig. Ja, das ist halt mein Humor, Entschuldigung. Ja. So. Ist schmutzig, juckt mich nicht. Ich habe jetzt echt keine Zeit, für jedes Mal in den Folgen hier der Putzmarie zu spielen. Ja. Du kannst erstmal hier stehen bleiben, Chefsche. So. Der darf auch rein, weil wir haben jetzt 20 Uhr, ne? 20 Uhr, da gehen hier die bösen Leute unterwegs. Die klauen mir vielleicht mal schöne Traktoren. Das heißt, ich muss auch gleich, wenn ich alles drin habe, die Tore verschließen und der Rüdiger loslassen. Für die, die es noch nicht wissen, der Rüdiger ist unser Hofhund hier. Ja, ist auch so ein Ding, ja. Da war auch ein Film mit Schach in den Schauspieler, weil ich könnte mir vorstellen, den Schauspieler kennt ihr.
Ah, der Timer kennt ihr nicht mehr. Doch, ihr kennt den. Denkt schon, so schlimm ist sie nicht. Der Mike Krüger, der hat nämlich mal einen Film gemacht und da hat er kein Haus, als Haustier keinen Hund, sondern ein Schaf. Und da hat er gesagt, Rüdiger, braves Schaf. Ja, jetzt habe ich hier kein Schaf, sondern einen Hund, aber Rüdiger hat mir gefallen. Na, Großer, komm, ich gebe dir was zu fressen. Du siehst verhungert aus, Kollege. Lass dir schmecken. 20 Uhr, du kannst vertragen. So, wir müssen jetzt noch ganz schnell. Bist du weg? Bist du echt fertig oder schwindelst du wieder? Oh, die ist ja krass, die Farbe, oder? Boah, yeah. Mohn, ja. Die Farbe sieht schon so aus, wie man sich fühlt, wenn man das Zeug raucht. So, hier haben wir die Sojabohnen beide und das ist das Gras. Das Gras ist jetzt auch sichtbar. Wachstum ist noch nichts endreif, aber das ist abgeerntet, die Wiese, das wusste ich. Das muss danach. Ja, die Wiese pflüge ich mit Sicherheit nicht. Aber wir müssen hier noch düngen, sehe ich gerade. War der Dünger leer? Das kannst du haben, ne? Oder ich habe das beim Fertigfahren, habe ich die Düngefunktion deaktiviert. Das ist auch okay. Hier können wir mal kalken irgendwann, ja, aber pflügen müssen wir alles. Gut, wachsen tut alles noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen im Wachstum. Noch nichts angereift, das ist okay. So, du wirst entlassen, mein Freund. So, klapp zu. Wo bin ich denn überhaupt? Keine Orientierung, der Kollege hier. Ah ja, okay. Dann bin ich ja gar nicht so weit weg. Gut, ich nehme euch jetzt nicht komplett mit auf den Hof mit. Ich verabschiede mich jetzt erst schon mal bei euch. Bei Ihnen, bei euch. Bei euch Ihnen. Aber keine Angst, die Niederbayern, die kommt ja um 11:30 noch eine Folge. Und dann denke ich mal, dass da schon morgen ist. Ich werde jetzt den Trecker einparken, die Hallen zumachen und werde mich ins Bett legen, in-game, dass wir in der nächsten Folge um 11:30 wieder in den neuen Tag starten können, sagen wir es mal so. Ja? Bis dahin, danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben, Abo. Ich nehme alles. Ja? Also, bis nachher. Tschüssi.